Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren, naja, immer noch Baufolge von unserem neuen Zuhause. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt hier nochmal einen Raum gemacht, weil ich finde es fast schade, um Platz. Wir werden sehen, was wir da reinstellen werden. Jetzt gehen wir aber so schnell wie möglich in die erste Etage hoch. Hier kommt die Treppe hoch und bauen da die Kinderzimmer und natürlich Schlafzimmer, ja. Schlafzimmer. Wir brauchen natürlich ein mega cooles Bett. Ein großes. Ich hatte das nämlich gesehen. Ich glaube, war es das? Nein. Das da. Das fand ich echt cool. In welcher Farbe nehmen wir das? Schon, dass eben auch ganz geil aussieht, wenn ich das jetzt gerade so. Was gibt es denn noch? Wir brauchen ein großes Bett. Das wäre natürlich saucool. Ach, wisst ihr was? Wir richten doch unser Schlafzimmer. Ich bin ja so echt ein Vampir-Fan. Wir richten es einfach jetzt so ein. So ein richtiges Vampirzimmer. Ah, was mache ich? Wenigstens ein Raum mit Vampirsachen. Jetzt hoffe ich, es gibt auch so ein cooles Schränkchen dazu. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht, scheinbar nicht. Scheiße. Wieso nicht? Wieso nicht? Warum gibt's das nicht? Gibt's das in Schwarz? Okay. Machen wir das so. Natürlich noch ein zweites. Dann benötigen wir irgendeine coole, böse Lampe. Kerzen wäre natürlich auch geil. Nein, das gefällt mir nicht. Ist die groß? Die passt zum Anzug. So. Gibt es da sonst noch was? Deckenleucht. Oh, der ist geil. Wie geil. Ja, das sieht geil aus. Aber wir hätten jetzt auch sowas nehmen können. Nee, das ist besser. Mache ich dann hier die Tür. Die Wand. Dann benötigen wir natürlich irgendwie einen Schrank. Damit wir uns umziehen können. Der soll hier stehen. Und was brauchen wir noch? Gibt es auch noch so einen speziellen Spiegel? Hier. Black is Beauty. So, ein Spiegel, dann Uhren, Zeitmesser für die Ewigkeit, wie geil, wie groß ist die? So, ich mache dann die Wand hier durch. Okay, wir haben glaube ich alles, haben wir spezielle Deko noch? Ach, das ist so mega schön. Und irgendwelche komischen Vampirpflänzchen, ne. Ne. Dann lassen wir das erstmal. Gibt es denn vielleicht Vorhänge? Ja. Machen wir aber später. Wenn wir dann die Fenster, das weiß ich noch nicht genau, wie wir das machen. Also ja, wegen den Fenstern, deswegen. Warten wir. Okay, jetzt hoffe ich, ich kann hier die Wand durchziehen. So. Und so. Und wir benötigen eine Tür. Ich glaube,
Die hatte ich dann unten noch gewählt. Oder? Nein, du hast den. Das. So. Gut. Schlafzimmer hätten wir. Jetzt kommen die Kinder. Wieso wechselt das jetzt? Hier, Kinderzimmer. Wir haben ein Mädchen und einen Jungen. Gut, die brauchen ein Bett. Jetzt frage ich mich zwar gerade, ob wir wirklich ein Kinderbett hinstellen wollen oder Bücherregal ernsthaft studieren. Oh, antike Wiege, das habe ich gar nicht gesehen gehabt. Das sieht ja cool aus. Klassisches Kleinkindbett. Ein Schreibtisch. Braucht auf jeden Fall. Brauchen beide. Wir machen das Mädchenzimmer. Wir machen das so ein bisschen in rosa. Dazu gehört natürlich irgendein Stuhl, ein bequem. Gibt es den auch in rosa? Natürlich. Ich mag rosa überhaupt nicht. Krümpel. Schirmständer. Ach, ist das wirklich nur... Ist das nur Deko? Leinwandregal, das können wir noch gar nicht verwenden. Okay. Wie gesagt, das Bett. Das gefällt mir jetzt. Ich bin gerade echt am Überlegen. Hier, kreatives Bücherregal. Gibt es das auch noch in Pink? Nee, wollen wir es nicht. Aber sowas? Violett. Okay. Wegen dem Bett bin ich jetzt echt am Studieren, aber... Das da. Komm. Ist nicht in. So. Und Kleinkinder. Ja. Tablet. Legen wir hier oben drauf. Bücherregal für Kinder, glaube ich, wäre auch nicht schlecht. Machen wir auch so in rosa. Kann ich das da so eckig? Das will nicht so wie ich. Stellen wir das so hin. Und dann würde ich sagen, jetzt bis aufs Spielzeug kommt sie dann nach und nach. Was ist das hier? Ein Puppenhaus. Ach, die braucht doch ein Puppenhaus. Das müssen wir noch hinstellen. So. Alles klar. Das erste, das Schlafzimmer ist fertig. Das Kinderzimmer ist fertig. Jedenfalls für die Kleine. Jetzt kommt noch das für den Damien. Und da brauchen wir auch noch mal eine Tür, die halten wir nämlich auch in derselben Farbe. So. Alles gut, alles gut. Dann werden wir... Das habe ich hier gerade Mist abgelassen, weil wegen der Terrasse geht das hier noch. Oh, bin ich blöd. Aber es geht, es geht. Ich kann hier tatsächlich eine Terrassentür reinhauen. Ich glaube es nicht, das habe ich irgendwie voll. Das habe ich echt vergessen, aber sowas von. Gibt's die? Nein, gibt's nicht. Scheiße. Okay, dann werden wir. Ich brauche eine schwarze. Ja, dann nehmen wir die. So. Das, ich hoffe. Kacke.
Weil sonst müssen wir ja immer durch ihr Zimmer durch. Das machen wir dann vielleicht hier noch so eine Außentreppe hoch. Mal schauen. Okay. Dann das nächste Zimmer. Toilette brauchen wir auch noch. Die werden wir wahrscheinlich hier hinstellen. Und jetzt das Kinderzimmer von ihm. Möchte ich aber eigentlich auch ein Bett. Braucht der junge Mann. Und dann nehmen wir so ein bisschen stärkere Farben. So, ein Bett. Ein Schreibtisch. Auch so ein bisschen in dunkleren Tönen. Ist ja ein Junge. So. Er kriegt, was ist das? Ein Spiegel, nicht? Stuhl dazu. Ein Blau, ne, das passt. Das passt. Okay. Oh, ich habe vergessen, bei ihr eine Lampe hinzubauen. Kommt mir gerade in den Sinn. Da werden wir aber auch nichts Wahnsinniges hinbauen, denke ich. Es sind so viele Sachen, Mensch, es ist krass. Hier. Da reicht auch eine. Macht's mal kurzerhand. Die werde ich dann wahrscheinlich noch verschieben müssen. Hier gibt es dann auch noch einen Raum. So. Okay. Dann benötigt er. Wir haben ein Bett. Fingerhut. Fingerhut? Bücherregal für Kinder. In Blau. Kann ich auch nicht so eckig rein. Das blüht. Was brauchen Jungs? Sollte ich ja eigentlich wissen. Ich habe zwei Jungs. Spielzeug. Sie hat ein Puppenhaus und er könnte... Ist der groß? Das ist ja scheiße klein. Kriegt so einen Roboter. Das ist auch extrem klein. Puppenhaus. Pandora. Wieso gibt's denn da nicht so wirklich ein Dino? Die machen doch immer Dinos. Und in so einer Kiste. Er wird natürlich auch noch ein Tablet kriegen. Machen wir die Kiste hier hin. Werden wir gleich zuhauen. Du kriegst ein Tablet. So. Was ist das? Planschbecken. Okay. Und eine Wand. Ich weiß nicht, wollen wir es jetzt oder sollen die ringsherum laufen können? Jetzt habe ich da wieder was Blödes gemacht. Und hier zu? Ja, wir machen zu. Und hier zu. Und wenn wir schon dran sind, hier auch. So. Tür. Du hast einen an der Latte-Tür. In schwarz. Einmal, zweimal. Sprich, werden wir wahrscheinlich jetzt hier nämlich gerade die Toilette noch machen. Dann hätten wir schon mal zwei Kinderzimmer. Außer sie ist wieder schwanger. Das bin ich ja nicht ganz sicher. Aber dann hätten wir das nämlich eigentlich so das Grunddingens. Und die Böden, die Wände, die Fenster werde ich offscreen machen. Es geht mir eigentlich mehr darum, dass ihr auch so ein bisschen wisst, was meine Gedanken dahinter sind. Wieso ich was zum Beispiel da mache oder reinstelle. Ich habe sicher die Hälfte vergessen.
Aber das wird schon, irgendwie wird das hinhauen. Jetzt machen wir hier oben einfach eine Badewanne. Ach, so hell? Ja, wir machen es so hell. Die stellen wir so in die Mitte. Wir brauchen eine Toilette. Gibt es die auch so irgendwie so in... bisschen hässlich aus. Es ist nicht ganz das... Ach, was soll's. Komm. Eine Toilette. Ein Waschbecken. Haben wir das in der Farbe? Das da. Hier hin, ein Waschbecken. Was brauchen wir noch? Licht hat es. Und das mittig. Wir können baden. Vielleicht wollen wir doch noch eine Dusche. Einfach so eine. Doch, ich glaube. Doch, wir machen eine Dusche hin. So. Wir haben, glaube ich, alles. Wir können aufs Klo gehen, wir können Hände waschen, wir können baden, wir können duschen. Alles klar. So. Zum Einziehen erstmal bereit. Ich weiß, wie das kommen wird. Es wird sich dann nach und nach sowieso alles füllen. Und wir sind ja nicht ganz sicher, ob das dritte Kind unterwegs ist. Was ich wahrscheinlich hier noch ändern werde, das werde ich mir gleich noch überlegen, offscreen, ob wir ihr Zimmer... Doch, noch hier die Wand. Das stört mich jetzt ganz extrem. Ob wir die Wand wegnehmen und sie noch umziehen lassen. Dann mache ich nämlich... Ich mache das. Ich mache die Tür. Dann nehme ich hier hin und stelle ihr Zimmer hier. Neben das Schlafzimmer der Eltern. Also sprich, ich werde das jetzt gleich so machen. Nee, das war jetzt gerade nicht der Plan. Und das hier noch so, jetzt haben wir noch Sachen drin, weil das gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde das jetzt echt übelst blöd von mir. So, das ist hier nämlich leer mit dem Durchgang da auf die Terrasse, weil ich habe jetzt echt gedacht, oh cool, jetzt machen wir da eine coole Terrasse. Voila. Ja, viel, viel besser. Viel besser. Tausendmal, Millionenmal besser. Okay. Dann ziehen wir hier die Wand durch. Wo ist eigentlich die blöde... Der blöde Aufdingens? Soll ich einen Ticken mehr? Ach, das reicht, ne? Die werden sicher sowieso nicht... Die ganze Zeit da. Das wird wieder schwarz. So. Ja, das ist so ist viel besser. Das ist top. Dann können wir jetzt nämlich hier auch eine anständige Tür nach draußen machen. Irgendwie sowas in dem Stil, vielleicht sogar wieder wie unten. Eine irgendwie, oder was ist das mit Glas? Gibt es das auch in Schwarz gerade? Ja. Machen wir nämlich hier so eine Terrassentür. Und dann kommen wir dem Ganzen nämlich schon viel, viel näher. Was ich mir da so vorgestellt habe. Was wir dann gucken müssen ist, wenn sie wirklich mit dem dritten Kind schwanger ist, ob wir unter Umständen das Kinderzimmer hier machen oder den Ältesten runterziehen lassen. Das werden wir im Verlauf des Spiels sehen. Aber ich glaube, ich habe jetzt genügend Baufolgen gebracht. Aber jetzt wisst ihr, wie das Grundprinzip ausschaut. Ich werde jetzt gucken, was für Böden wir reinhauen, dass wir Fenster reinhauen, hier auch die Außenwände noch machen werden und so vielleicht auch schon ein, zwei Sachen Deko. Aber das möchte ich dann auch gerne so nach und nach erst, wenn man darin lebt. Jedenfalls schön war die mit dabei und das nächste Mal geht es dann wirklich mit dem Live-Modus weiter von unseren Sims, unserer Familie. Bis dann. Tschüss.